müssen wir noch ernsthaft arbeiten, Freunde. Aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Nicht etwa, dass ihr denkt, das war alles, was wir haben für unsere Funkengarde.
verbrannt. Ich vergaß unsere drei Sterne. Was war hier abgeschrieben oder was? Unsere drei Sterne. Verzeiht mir, ich bin unwürdig. Ihr auch seid begrüßt mit Stammerberg! Komm her! Ich habe euch vorhin gefragt, ob ihr ein Zettel ausfüllt. Ihr liegt doch unausgefüllt, ihr seid ja selber dran schuld. Ihr habt kein Stift, das ist die im Buch der tausend Ausreden unserer Welt. Gleich ein Kapitel 1 an erster Stelle. Wir hatten keinen Stift, aber ihr seid trotzdem herzlich willkommen mit Trag! Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, wollen wir die Leute begrüßen, die in unserem Landkreis und auch über die Grenzen hinaus bis Aschermittwoch das Zepter fest in der Hand halten. Herr Kapellmeister, bitte einen Einmarsch für unsere dritten Paare. Verbreiteter Aberglauben, das ist bloß wegen den Etiketten oder was. Jedenfalls aus Gerstorf.
Dorf, ihre Lieblichkeit, Prinzessin Charlotte! Und an ihrer Seite, seine Tonalität, Prinz Michael! Na und nun, was wird wohl jetzt kommen? Unsere drei Prinzenpaare werden für euch hier unten im Saal und hoffentlich auch für uns hier oben die Kunstfreiheit eröffnen. Ja? Nicht? Klar! Na, Moment! Ey. Na, darauf doch ein Dreifach-Donner! DFK! DFK! Und die Frau! Auf dieser Bühne wird das gemacht, was ich sage, Digga. So, also pass auf, jetzt! Jetzt werden unsere Prinzenpaare für euch hier unten die Kussfreiheit eröffnen. Und entweder ihr küsst alle mit oder ihr zählt ganz heftig mit. Und los geht's! Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Also, komm, wir wollen das alles komprimieren, Hof. Hey! Das ist Schweine, warte mal. Ich erkläre hiermit die Kussfreiheit für eröffnet, das letzte Mal in dieser Saison übrigens. Und ich würde mal sagen, auf euch hier unten und auf diesen wunderschönen Abend und auf die Kussfreiheit, ein dreifach donnernd OTV! Euch nicht! OTV! Nur guck, sie ist einfach ungerollt. Hansi Ludwig hat seine Vertreter geschickt. Und apropos Vertreter, schaut euch mal an, dieses kümmerliche Bild. Ich bitte nun den Bürgermeister von Niederdurchschnitz, den Vertreter vom Östnitzer Bürgermeister sowie von jedem Verein zwei Vertreter hier auf unsere Showbühne, damit es ein bisschen Fülle gibt. Herr Kapellmeister, bitte einen Einmarsch. Das sieht man ja recht noch. Oh, das Brühe hier, guck. Klick auf, Brühe. Ja, klick auf, du. Wir wollen jetzt doch nicht ohne Krone leeren. Es wäre wirklich nicht nötig gewesen, ja. Ich stelle zu, wir kommen aus der Roschnitz. Wir bringen euch ein Gerstorfer Pyramid. Ich hoffe, das schmeckt euch genauso gut. Bomb, ich wünsche dir alles, alles Gute. Euch allen Elsässern alles Gute. Macht's weiter. Ihr seid einfach spitze. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn Neuwürschnitz eine Brauerei hätte, hätten wir selbstverständlich Neuwürschnitzer Bier genommen. Ne? Kann ich mir vorstellen. Wo geht's weiter? Wer macht jetzt? Potenzieller Bundestagsabgeordneter. Oder wie auch immer. Du stehst im Bild, mein Präsident. Ihr lieben Elsässer Narren und die ihr noch von weiter her kommt, ich grüße euch ganz herzlich mit einem Hello. Hello! Wir
sind so ein armes Dorf, dass ich nicht mal Geschenke mitbringen konnte. Aber ich hab mir von... Moment, erst pfeifen, wenn es soweit ist. Ich hab mir gesagt, Blumen gibt's genug. Ich strick den Leuten was in der Hand. Ich hoffe, es ist Bestgeld. Damit könnt ihr euch selber was leisten, okay? Wir bedanken uns bei dir und ich wollte aber auch sagen, deine Anwesenheit ist geschenkt genug. Liebe Elsnitz und Arm, ich darf in Vertretung unseres Bürgermeisters Hans-Ludwig Richter euch allen herzliche Grüße überbringen. Und da wir heute das 30. Jubiläum des Karnevalsvereins feiern, haben wir auch eine kleine Urkunde mitgebracht. Die Stadt Elsnitz zollt dem Elsnitzer Karnevalsverein für 35 gute närrische Jahre Anerkennung. Ich darf das überreichen. Ein Geldsiegen hier mitgebracht habe, haben wir natürlich auch was mit, das passende Gefäß dazu. Wenn die Schale am richtigen Ort im Saal platziert, bringt vielleicht noch ein paar Moneten ein. Hauptsache die Schale sind nachher noch da. Und das Letzte, was wir mitbringen, das ist ein Narr, der entweder im Baum hängt oder aber man kann es auch veraltet so rumsehen, er schwebt auf der siebten Wolke. Herzlichen Glückwunsch zu 35 Jahren. So, wo geht's denn jetzt weiter? Hier. Liebes närrisches Publikum, liebe unsere Frauen, wir möchten uns den Wünschen der anderen Vereine anschließen. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu eurem 35-jährigen Jubiläum. Und wir möchten uns auch hiermit bedanken für eure nette Einladung. Und das soll ein kleines Präsent von uns sein. Jetzt wollen wir das Mikrofon mal weiterreichen. Wir von Hirsch und Arnstadt wünschen Ihnen alles Gute für die nächsten 35 Jahre. Danke uns ganz herzlich für die Einladung. Wir haben Ihnen auch etwas mitgebracht. Das ist ja ganz gewaltig und nahrhaft. Von Karl May bereit. Nur zu empfehlen, Wein von Karl May. Das müssen wir mal hier ein bisschen abstellen. Wir bedanken uns ganz herzlich. Doch die Frau hat sich natürlich auch nicht lumpen lassen. Zum 35. Jahrestag seines Bestehens haben wir uns einen Orden anfertigen lassen. Und ich würde unseren Ehrenpräsidenten mal bitten, beginnend bei unseren Gästen die Orden zu verteilen. Ich würde sagen, wir fangen mal bei unseren Stadtoberhäuptern an. Wir überreichen euch den Jubiläumsorden vom OTV und bedanken uns, dass wir hier in der Stadthalle zu Elsnitz solche fantastischen Bedingungen zu unserem Karneval vorfinden. Die Stadt Elsnitz hat ihren Orden. Kommt der Bürgermeister von Niederwöschnitz gleich dran? Ich möchte mich bedanken, das ist eben zu jedem Dorf. Du müsst alles alleine machen, deshalb bin ich alleine hier und selber. Weiterhin der Präsident von Oberelsnitz. Wo steckt er? Präsident, komm vor, nimm die Mütze ab.
geworden sind, zu groß. Der Präsident von Neuwürschlitz, haben wir denn auch hier? Oh, eine Präsidentin. Das ist ja auch mal was Schönes. Neuwürschlitz. Nee. ECV! Dann haben wir Hohenstein da gehabt. Wo ist Hohenstein? Dahlheim. Dahlheim kann sich bereit machen. Wo ist der Präsident von Dahlheim? Unseren Präsidenten konnten wir heute leider nicht mitbringen, da er beruflich verhindert ist. Aber wir möchten es natürlich nicht verpassen, euch für eure geleistete Arbeit unsere Thalheimer Ehrennadel zu geben für besondere Verdienste um den Karneval. Ein dreifach kräftiges Hühnerburg! 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 Haben wir jetzt jemanden vergessen? Zufälligerweise meldet euch mal. Bischenstein, Gersdorf. Oh, oh. Die Jansdorfer. Die Jansdorfer. Wo ist der Jansdorfer Präsident? Als Vertretung haben wir den Prinz da. Er kriegt natürlich den Orden, unser Prinz. Liebe Freunde, euch bitte ich, ihr habt euch unter. Denn jetzt wollen wir erst einmal richtig Stimmung in den Laden bringen. Yeah.
Vertreter auf die von uns Ihnen zugewiesenen Plätze und unser Geld von der Funkengarde, nein, wirklich nicht, unser Geld von der Funkengarde in Ihre Startlöcher. Habe ich schon gedacht, die Minister vom Elferrat Elfnitz wären etwas faul, etwas bewegungsfaul, scheint aber mit Thalheim und Neuwirchnitz und Oberwirchnitz sowieso überhaupt nicht.